Die Mods sind da. Ganz herzlich willkommen hier bei Mr. Bauer Gaming auf dem Kanal, wo täglich oder fast täglich die Videos gebracht werden zu den Mods, die im Mod Hub freigegeben worden sind. Das ist auch heute so, hier dem 8. März, und zwar mit 5 Updates und 8 neuen Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Alles Anfang von einem Video, dann Walter, LS Gamer LS22, Lukas und Lass uns LS zocken für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Ich möchte mich natürlich auch bei all denen bedanken, die heute ganz fleißig mitgemacht haben im Mitmach-Stream. Heute auf der Hobos Hollow und dem John Deere Projekt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es sind immer noch Spieler auf dem Server drauf. Die haben richtig Spaß daran. Ich werde danach auch noch kurz gehen und gucken, wie es denen geht. So, perfekt, wunderbar. Dann lasst uns starten. Und zwar wie immer fangen wir erstmal mit den Updates. Das erste Update kommt vom Cosplay Dev Team. Und zwar für die Mod Click to Switch. Downloadgröße 15 KB, jetzt in der Version 1.0.0.2 und ist für PC und Mac natürlich. Der Changelog sagt, kann jetzt mit Cosplay und Autodrive verwendet werden und das Switchen mit Helfern wurde gefixt. Das nächste Update kommt ebenfalls vom Cosplay Dev Team, und zwar mit der Downloadgröße von 16 KB, heißt Tool Position Saver. In der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist ebenfalls für PC und Mac. Hier sagt der Changelog, funktioniert jetzt auch mit Gabelstapeln. Kompatibilität mit FS Cultivator Field Creator wird gefixt. Kompatibilität mit dem FS22A Palette Autoloader wurde gefixt. Problem mit Big Back Frontloader Tool gefixt. Tastenbelegung zum Ein- und Ausblenden der Tastenbelegung wurde hinzugefügt. Das nächste Update kommt von Daniel Modding. Die Mod heißt Maßband, Downloadgröße 15 KB, jetzt in der Version 1.0.0.2 und ist auch für PC und Mac. Die Änderungsliste hier sagt, Beschreibung überarbeitet, Einheitenumschaltung wurde hinzugefügt. Das vierte Update kommt von Vertex Design, und zwar für den Reich Agrimax 1060. Downloadgröße 29,58 MB, jetzt in der Version 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, sämtliche Sounds wurden hinzugefügt, Helferkompatibilität wurde eingebaut, Texturfehler wurden behoben und Fehler bei der Fillplane wurde behoben. Das nächste Update kommt ebenfalls von Vertex Design mit dem für das Reichpack. Downloadgröße 41,39 MB, jetzt in der Version 1.1.0.0 und ist auch für alle Plattformen. Der Changelog hier ist genau derselbe wie vorher, da es natürlich auch um einen Hänger handelt von Vertex Design. Sämtliche Sounds hinzugefügt, Helferkompatibilität eingebaut, Texturfehler behoben und Fehler des Partikelsystems wurden behoben. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Rea 22 Wheels oder Rea 22 Wheels, kommt von 900 Hasse, Downloadgröße 25 KB, in der Version 1.1.0.1 und ist für PC und Mac. Diese Mod bringt eine Neuerung ins Spiel mit rein, und zwar hier im Basisspiel wird bei vielen Fahrzeugen der Reifentyp nicht berücksichtigt, so dass zum Beispiel der Manitou MC18 Gabelstapler die gleiche Reifenreibung wie ein Traktor hat. Dieser Mod führt die fehlenden Daten auf der Grundlage des Reifenspurindexes auf und macht ihn damit universell. Verschiedene Reifentypen verhalten sich nun völlig unterschiedlich auf verschiedenen Bodenarten und leiden unterschiedlich unter Regen und Einsinken in den Boden. Dieser Mod unterstützt die vier Standard-Reifentypen Mud, Street, Offroad und Crawlers, berechnet die Reifung anhand der Reifengröße, sodass breite Reifen, Duals und Raupen das Geld für schwere Feldarbeit wert sind,
Pflegereifen leiden bei schwerer Feldarbeit, sind ideal für leichtere Aufgaben im späten Wachstumsstadium. Die Reibung der Reifen wird anhand der Breite und des Radius berechnet. Die Kettenreibung wird anhand von Breite und Kettenlänge berechnet. Fügt Roll- und Seitenwiderstand hinzu, was bedeutet mehr Radlast, kleine Reifen und weicher Boden gleich mehr Kraftaufwand beim Ziehen oder Schieben. Geringere Radlast, größere Reifen und harter Boden bedeutet weniger Kraftaufwand beim Ziehen oder Schieben. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich die Game Changer Mod sein von dieser Woche oder von zumindest von heute. Ich werde diese auf jeden Fall sofort zu meinem Standardordner hinzufügen. Ohne die wird jetzt nicht mehr gearbeitet bei mir. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar kommt diese von Hispano. Und zwar sind das zwei Mods kombiniert in eine. Und zwar heißt die eine Cool Amon Mother Beans 150T und die andere heißt Lizard Mother Bean 150T. Die Cool Amon Mod ist nur für PC und Mac und die Lizard Variante ist für alle Plattformen. Die Downloadgröße für die Cool Amon ist bei 20,33 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac, wie schon gesagt. Und die Lizard-Variante hat eine Downloadgröße von 20,31 MB, ist auch in der Version 1.0 und ist, wie gesagt, für alle Plattformen. Hier kommt gleich ein Hinweis, diese Anhänger werden nicht für den Getreidetransport, sondern nur als Feldlager verwendet. Da diese beiden Mods genau dieselben Möglichkeiten bei Konfiguration wie auch Eckdaten haben, werden wir uns nur den einen angucken. Und zwar habe ich jetzt hier den Cool Amon genommen. Der hat ein Ladevolumen von 185 Kubikmetern, wiegt 20,8 Tonnen, braucht 300 PS, um bedient zu werden und kostet 135.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin, Nokian, Mitas, Vredestein und Trelleborg. Und zusätzlich kann bei der Anhängerkupplung eine normale Kupplung gewählt werden oder die niedrige Anhängervorrichtung mit der Kugel. Des Weiteren gibt es hier die Möglichkeit, die Felgenfarben zu ändern von gelb zu schwarz und ein Kennzeichen hinzuzufügen. Weiter gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten und dieselben Daten gelten sowohl eben für den Cool Amon wie auch für den Lizard Mother Bean. Daneben richtig klein erscheinend ist der Annaburger, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 55,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Pack von Miststreuern, und zwar zum einen den HTS 11D04 und die Tandem Version unterscheidet sich mit der doppelten Achse, die hinten angehängt ist. Wir schauen uns die zweiachsige Version an und zwar kommt diese mit einem Ladevolumen von 9,2 Kubikmetern, einem Gewicht von 5,6 Tonnen, braucht 90 PS um bedient zu werden, hat eine Streuweite von standardmäßigen 10 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Der Preis hier 35.950 Euro. Bei den Konfigurationen kann zum einen eine Bordwand hinzugefügt werden, womit das Volumen auf 11 Kubikmeter steigt. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gibt es verschiedene Optionen und keine ist kostenlos. Dann kann bei der Arbeitsbreite entschieden werden, wie breit gestreut werden soll. Also wir haben die Wahl zwischen 10 Meter, 12 Meter und 15 Meter. Hier kann natürlich noch das Kennzeichen hinzugefügt werden. Der etwas günstigere ist natürlich der Einachser, hat aber dieselben Eckdaten wie der zweiachsige, jedoch ist halt ein bisschen günstiger. Hier bei den Reifenoptionen wird kein zusätzlicher Preis genommen, wenn man die Carcore X-Bib HD 560er Version nimmt. Wir kommen zur nächsten neuen Mod und zwar ist das der Lizard MJ12T, kommt vom Holz FS, Downloadgröße 7,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um diesen Überladewagen, also nicht um den Traktor im Vordergrund.
Der Traktor im Vordergrund wird am Donnerstag im Livestream rund um die Oldstream Farm in Betrieb genommen. Den werden wir uns da anschaffen. Es ist die zweite Generation der Landtraktoren. Die werden wir dann dort bespielen. Der Lizard-Überladewagen kommt mit einem Ladevolumen von 12,9 Kubikmetern, einem Gewicht von 2,5 Tonnen, braucht 100 PS und kostet 10.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Redestein und Lizard. Bei der Hauptfarbe haben wir die Möglichkeit zwischen Gelb, Blau, Schwarz, Grün und Rot. Und bei den Felgenfarben haben wir Schwarz, Grau und Weiß zur Auswahl. Hier gibt es kein Nummernschild hinzuzufügen. Kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt die Towing Chain with Hook, also Abschleppkette mit Haken. Kommt von Kenny456 und Bulgore. Downloadgröße 0,62 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Abschleppset mit drei verschiedenen Ketten, und zwar einmal mit der Länge von 1,5 Meter, 2,5 Meter oder 3,5 Meter. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Der Preis für die 3,5 Meter Variante ist bei 700 Euro. Für die 2,5 Meter Variante liegt sie bei 600 Euro und bei der kürzesten 1,5 Meter bei 500 Euro. Wie gesagt, diese Kette kann verwendet werden, um Geräte, also Traktoren, LKWs, die fest sitzen oder nicht mehr weiterkommen, können somit also abgeschleppt werden. Es gibt hier ein Menü, das kann ausgewählt werden mit der Umschalt T. Da kommt dieses Menü zum Vorschein. Hier kann einiges eingestellt werden. Und auf jeden Fall kann hier entsprechend dann gearbeitet werden. Kann ich so lösen, oder ich kann natürlich jetzt, wenn ich hier Gas gehe, dann kann ich natürlich den hinteren Traktor dann einfach nachziehen. Vorsicht, das Kurvenfahren würde sich im Prinzip nur lohnen, wenn hinten im hinteren Fahrzeug auch ein Fahrer drin sitzt, der dann entsprechend mitsteuern kann. Ansonsten funktioniert das nicht korrekt. Die nächste neue Mod kommt von Piesel, heißt Kuhstall 30x18, Downloadgröße 21,04 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Natürlich ist dieser zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Ist dieser Kuhstall hier, kostet standardmäßige 67.000 Euro und beherbergt 40 Kühe. Hier gibt es verschiedene Triggerpunkte, also ich kann hier drauf gehen, dann kann ich hier entsprechend die ganzen Anzeigen löschen oder verbergen, also diese gelben Punkte kann ich hier wieder erscheinen lassen, dann haben wir auch die Triggers wieder sichtbar. Das Interessante an diesem Kuhstall ist, dass hier tatsächlich sich fast alles öffnen lässt. Also hier diese Tür kann geöffnet werden. Wir können auch hier dieses Fenster schließen und öffnen. Des Weiteren haben wir natürlich hier die Lichtanlage, die auch hier funktioniert. Also man weiß dann auch, wo was ist. Wir haben hier eine animierte Tür. Hier wird das wahrscheinlich das Futter eingestreut und hier wahrscheinlich das Stroh. Dann haben wir hier wieder den Lichtschalter. Also wir sehen hier sehr gut, wo hier die interaktiven Punkte sind. Hier haben wir natürlich das Stroh. Hier haben wir die Leiter, die entfernt werden kann. Wir können hier hochgehen. Wir können hier oben auch etwas lagern. Wir haben auch hier einen Lichtschalter. Hier können wir natürlich dann entsprechend das Futter runterwerfen, wenn wir hier oben eben Heu oder Stroh gelagert haben. Diese Leiter kann entfernt werden an diesem Punkt hier. Dann haben wir hier natürlich das Kaufmenü. Und hier kann dieses Fenster kann auch geschlossen oder geöffnet werden. Also ein sehr, sehr, sehr schöner Kuhstall. Also super schön gemacht. 40 Tiere passen, wie gesagt, rein. Und es gibt allerlei Aktionen, die hier vollzogen werden können. Das bringt mich natürlich auch gleich zu der letzten neuen Mod von heute, und zwar ist dieses das kleine Misthaufen-Paket, kommt von Smetty, Downloadgröße 0,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Natürlich zu finden im Barmenü unter Silos haben wir zum einen den Misthaufen für 80.000 Liter. Dann haben wir 160.000 Liter. Die U-Form, die wir gestellt haben, 220.000 Liter. Ober- oder ganz einfache Wand, wo dann eben daran 240.000 Liter Mist gelagert werden können. Falls ihr euch gefragt habt, auf welcher Map wir heute zu Gast sind, es ist die Elk Mountain, Wyoming. Ist ein Early Access, die Karte ist noch nicht draußen. Werde euch natürlich entsprechend dann informieren, sobald die Karte erschienen ist. Es ist eine Vierfachkarte in Wyoming, natürlich abspielend, laut Toni im südlichen Teil von Wyoming, also weit weg von Idaho, wo wir sind, entfernt von dem Yellowstone Nationalpark. So, auf jeden Fall, diese Karte beinhaltet sehr, sehr viele Aspekte des Farming Simulators oder des Landwirtschaftssimulator. Hier haben wir zum großen Teil auch eine natürlich Forstwirtschaft, wie ihr hier sehen könnt. Auch gibt es hier natürlich bebaubare Ackerflächen, die so, schon so aufgebaut sind. Es gibt zwei oder drei runde Felder, sehr interessante Formen auch hier. Dann gibt es hier drüben ein Hochland, das eigentlich nur Grasland ist. Da kann man sehr, sehr, sehr viel, Hunderttausende von Tonnen von Gras oder Silage erstellen. Dann gibt es eben hier oben gibt es dann auch noch den Bergbau, wo man Gold gewinnen kann. Das sind verschiedenste Aspekte, die hier auf der Karte verbaut sind. Eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr schön gemacht. Auch das Dorfinnere, also das Stadtinnere, wird sehr, sehr schön repräsentiert mit sehr viel Liebe zu den Details. Wir machen mal ganz, ganz kurz einen Überflug. Das hier ist der Elk River, der durch diese Zone hier durchführt. Schön natürlich meandert. Hier durch diese Zone hier. Es gibt verschiedene Hofflächen, die dazu benutzt werden können, eben ein Multiplayer zu starten. Hier natürlich die riesengroße Hochebene, nur Grasland. Hier kann also nach Belieben Gras gemäht werden. Wir haben hier unten haben wir das Dorfzentrum oder das Städtchen, was hier ist. Das ist also am Elk Creek oder Elk Mountain. Mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gebaut, aber natürlich im US-amerikanischen Stil. Also hier können wir den Händler sehen. Verschiedene Verkaufspunkte respektive Produktionen sind verbaut. Des Weiteren natürlich sehr, sehr schön gemacht, wie der Fluss sich durch die Landschaft hier zieht. Wie gesagt, hier weiter oben haben wir den Bergbau, wo man Gold gewinnen kann. Hier also die Waschanlage, hier dann entsprechend die zwei Produktionen, die man braucht, um eben das Gold zu extrahieren aus dem Schotter, was hier abgebaut werden kann. Ja, das ist die Karte. Freut euch darauf, für die viele Aspekte spielen möchten. Also hier wird jedes Herz glücklich und zufrieden sein. Wie gesagt, es gibt hier sehr, sehr viel Forst, es gibt sehr viel Gras, also man kann hier nach Belieben Silage erstellen oder eben auch eine große Farm an Kuhhaltung, Schafhaltung kann hier sehr, sehr weit betrieben werden. Also hier gibt es Grasland ohne Ende. Hier kann man definitiv eine Riesenfarm mit Schafen aufbauen. Hier haben wir eine Kiesgrube, die auch verbaut ist. Also hier kann man auch Tagbau arbeiten. Es gibt ganz, ganz viele und schöne Aspekte auf dieser Karte. Das Höhenprofil ist sehr, sehr schön gemacht. Also wenn man hier auf einem Gipfel steht und rumguckt, man hat also wirklich ein Gefühl für die umliegende Landschaft. Hervorragend schön gemacht. Ich werde euch näher darüber informieren, sobald die Karte offiziell draußen ist. Auf jeden Fall habt ihr hier einen Vorgeschmack bekommen. Daher, jetzt möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch den Daumen da. Ich mache fast täglich Videos zu den Mods, die im Mod Hub freigegeben werden. Falls ihr das Abo noch nicht geholt habt, dann macht dies, denn hier werden auch Multiplayer-Sessions organisiert, so wie heute auf der Hobbers Hollow, wo wir zum Teil zu sechst haben wir
auf jeden Fall sehr erfolgreich den LS gefeiert mit allen, mit allem, was dazu gehört, mit Smalltalk, mit Lachern, mit Witzen und so weiter. Am Donnerstag geht's weiter auf der Oldstream Farm. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.